Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Dragon Age Awakening. So heißt es nämlich offiziell richtig, nämlich nicht Dragon Age Origins Awakening, sondern Dragon Age Awakening. Das habe ich jetzt vorher gesehen, als ich das DLC gestartet habe, dass da das Origin wegfliegt. Aber jetzt egal. Wir brechen durch die Tür und wen haben wir denn hier? Das war ich nicht. Nö, klar. Hey, euch kenne ich doch aus dem Zirkel. Ja, ich weiß, was man über mich sagt. Aber das hier ist nicht mein Werk. Nö. Also, ich bin keineswegs unglücklich darüber, dass sie tot sind. Es war wirklich zu komisch, welche Geräusche Biff beim Sterben gemacht hat. Und wer bitteschön seid ihr? Erinnert ihr euch denn nicht an mich? Ich bin es, Anders. Magier und gesuchter Abtrünniger. Ah. Ein Abtrünniger. In Vigils Wacht? Ihr wart nicht hier, als wir angekommen sind. An eine Frau wie euch würde ich mich mit Sicherheit erinnern. Wir haben hier auf dem Rückweg zum Turm Halt gemacht. Eine kurze Pause, haben sie gesagt. Und jetzt sind sie tot. Eine Schande. Diese Männer waren Templer? Das haben sie zumindest behauptet. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, kann man sich bei so etwas ja nie sicher sein, oder? Die Templer hatten mich geschnappt und wollten mich gerade zurückbringen. Und dann hat die dunkle Brut angegriffen. Das könnte ein Zeichen sein, oder? Ein äußerst praktisches Zeichen, wenn er mich fragt. Ja, nicht wahr? Die Wege des Erbauers sind wahrlich unergründlich. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich helfe euch und den Rest besprechen wir später. Nachdem wir diese Bastarde erledigt haben. In Ordnung? Ja, ein weiterer Magier kann nicht schaden. Dich machen wir auf automatisch. Schließlich musst du erstmal die Vereidigung überleben. So. Okay, hier ist nix. Und. Ich werde es tun. Alistair kann man so viel. Nicht Alistair. Anders kann man so viel verraten. Er spielt auch eine entscheidende Rolle in Dragon Age 2. Und er wurde auch schon mal angesprochen in eins der DLCs. Und zwar im DLC Hexenjagd, als wir in der. Was war's? In der. Im Zirkel waren. Da wurde er kurz angesprochen. Dass er auf der Flucht ist. Und jetzt wissen wir, wohin er geflüchtet ist. Oh, eine Ballista. Wir setzen die Ballista mal gleich auf die lieben Bösen da an. Nee, kann man nicht. Ich werde es tun. Betrachtet es als erledigt. Wird erledigt. Warum kann ich die Ballista jetzt nicht benutzen? Ach, das ist doch wieder gemein. Immer wenn ich Spaß habe, eine Ballista zu verwenden, kann ich sie nicht verwenden. So, und weiter. Mari, Eliminierung 15. Mächtigster eliminierter Gegner, Goyanok Gesandter. Trefferquote 100%, zugefügter Schaden 4107. Und eine Holzkiste, schön. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Sehr schön. Eine Barrikade, die können wir zerstören. Genau so. Und dann können wir durch die Tür hier. Und was finden wir hier? Ah, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir vor waren. Also, wir haben die Abkürzung gefunden. Das ist doch schon mal gut. Aber wir müssen hier lang. Holz. Ah, hier. Da können wir die Brücke öffnen. Oder nicht Brücke. Schleusentor, Schünentor, Torbogen. So heißt es. Boah, jetzt haben wir aber Angst. Bleibt ja, wo ihr seid. Um uns zu töten, braucht es mehr als das, ihr Bestien. Kommt ruhig wieder, wenn ihr euch traut. Verrückter Zwerg. Ich glaube, wir sollten den verrückten Zwerg mal aufsuchen.
Wird erledigt. Betrachtet es als erledigt. Sehr schön. Ich werde es tun. Keine Gnade! Betrachtet es als erledigt. So. Und weiter geht's. Wir wollen immer noch diesen kleinen, durchgeknallten Zwerg. Der ist hier rein gerade, oder? Hier durch? Ne, da sind wir vorher gewesen. Oder ist der durchgeknallte Zwerg woanders hingerannt? Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr so schnell. Dann folgen wir einfach mal die normale Tür, Tor, ja. Wir haben ja das Tor erhoben und, ach Gott, ich rede mich jetzt gerade hier wieder um Kopf und Verstand. Verstand und Kopf. Ah, ich krieg gar nichts mehr hin. Wir laufen jetzt einfach geradeaus. So. Angriff! Bringt euch in Sicherheit, schnell! Der Erbauer segne euch. Dunkle Brut! Okay, Zeit für ein bisschen brennendes Inferno! Ja. Erledigt. Und noch einmal. Habe ich noch Mana übrig? Kein Mana. Verdammt. So, und... Ah, ein Hörlock-Gesandter. Bleibst du hier? Nicht gleich den Kopf verlieren, armer Hörlock-Gesandter. So, hier einmal durch die Tür. Was haben wir hier? Altruhe. Die dunkle Brut ist überall. Ja, ich will auch nicht die dunkle Brut, ich will die Truhe. So, okay, weiter. Und hinter Tor Nummer 3 findet sich... Wie ihr meint. Ist da auch... Ah, ein Magier oder sowas. Genau, bringt euch in Sicherheit. Los, ach, der ist ja schon weg. Okay. Oh, Bücherstapel. Rezeptur der Seelenfresserbeschichtung. Klingt doch Nektar. Oh, guckt mal, wer da ist. Buddy! Komm, der wird damit alleine fertig. Wie ihr meint. Betrachtet es als erledigt. Wird erledigt. Sehr schön. Wird erledigt. Jetzt ist es Zeit zu kämpfen. Ich werde es tun. Sehr schön. Wie ihr meint. Betrachtet es als erledigt. Wird erledigt. Betrachtet es als erledigt. Ja, Mai, was macht denn ihr hier? Aha, da seid ihr. Als die dunkle Brut aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, wartet nur ab, bis der neue Kommandant hier auftaucht. Dann kriegt ihr alle einen gewaltigen Tritt in den Arsch. Ich bin einfach den Schreien gefolgt. Und da seid ihr schon. Sehr schön. Okren, was macht ihr denn hier? Da traut ihr euren Augen nicht, was? Nach dem 5. oder 6. Krug geht es mir auch immer so. Dachte, es sei eine gute Idee, es mal als ehrenhafter grauer Wächter zu versuchen, also bin ich hier. Er war hier, als ich aufgebrochen bin. Ich kann nicht glauben, dass die Wächter ihn nicht rausgeworfen haben. Hey, wenn das nicht diese knackige Rekrutin ist.
Oh ja, er ist eindeutig eine Zierde für die Wächter. Ich weiß, es ist zu gut, um wahr zu sein. Wer ist denn der Magier? Euer Freund? Soll ich euch zwei vielleicht allein lassen? Beeindruckend, ein Zwerg, der wie eine ganze Brauerei riecht. So etwas bekommt man nirgendwo sonst zu sehen. Oh, ein Magier und Komödiant. Diese Kombination wird normalerweise nur selten besonders alt. Ihr wollt dunkle Brut bekämpfen? Schön, je mehr, desto listiger wird es. Irgendwie bezweifle ich das. Das geht mir ähnlich. Ja, dann sorgen wir mal dafür, dass die Ärsche der dunklen Brut Bekanntschaft mit meinem Stiefel machen. Ja, und wir haben einen neuen alten Freund, Okren. Und diesmal wird es Zeit, also wir haben Okren ja ein bisschen verschmäht im, lass mich erstmal automatisch lernen, ein bisschen verschmäht im Hauptspiel, aber diesmal als alter Kumpel, hau drauf, nehmen wir dich jetzt immer dabei. Außerdem ein Krieger, Alistair wird diesmal nicht so stark mitspielen. Ich glaube, wir werden ihn ab und zu mal sehen. Okren hat nochmal ein Level up. Nochmal aufsteigen. So, jetzt. Hä, wie viele Level kann der denn aufsteigen? Aufstieg. Automatisch aufsteigen. Jetzt hat er alle. Okay. Tür, hier. Myri? Roland! Kommandant, Roland wurde wie ich aus den Rittern Denerims rekrutiert. Wir müssen ihm helfen. Es scheint zu spät für heilende Magie zu sein. Was haltet ihr von einem Schnaps gegen die Schmerzen? Ich mag eure Denkweise. Hört mit euren Witzen auf. Das ist nicht lustig. Der Kommandant? Yep, der einzig wahre. Was ist hier geschehen? Wo sind die anderen? Aber ich bin hier, Roland. Es tut mir leid, dass ich zu spät komme. Es gab so gut wie keine Vorwarnung für den Angriff, Kommandant. Der Truchsess hat einen Gegenangriff befohlen. Aber sie kam einfach aus dem Nichts. Unter der dunklen Brut ist eine Kreatur, die sprechen kann. Sie verfügt über mächtige Magie. Sprechende dunkle Brut? Der Junge fantasiert. Irgendetwas ist in meinem Blut. Es tut so weh. Wo ist die sprechende dunkle Brut? Sie ist dort lang. Dem Truchsess hinterher. Ich werde euch rächen, Roland. Ich schwöre es. Okay. Und wir müssen den Truchsess retten. Aber erstmal jagen wir den einen Feuerball unter den Arsch. Ich werde es tun. Oh, da ist noch einer. Und wir machen Überraschungsangriff durch die Tür. Ich habe schon wieder kein Mana, verdammt. Weil Mana ist immer dann aus, wenn ich es am dringendsten brauche. Erstmal all die Kadaver wieder looten. Denn nur gelootete Kadaver sind gute Kadaver. Ach Mädchen, was glaubst du, habe ich gerade vor? Hä?
Glaubst du, ich mache das hier alles zum Spaß? Ja, eigentlich schon. Ah Gott, ich brauche einen... Kein Schurke hier. Ich hab zwei Magier, ich habe zwei Krieger, aber kein Schurken. Ich brauche einen Schurken, verdammt. Ein Königreich für einen Schurken. So, Durchsess, wo bist du? Ah, da ist der Durchsess. Es ist so gekommen, wie er es vorausgesagt hatte. Yo, das tut doch weh. Nimm und er kann sprechen. Hier mit und behandle ihn gut. Wir wünschen nicht mehr Tod, als notwendig ist. Notwendig? Als hätte eure Art jemals etwas anderes getan. Ihr denkt also, ihr kennt unsere Art, Mensch? Ja, das ist verständlich. Aber es wird sich schon bald ändern. Andere werden kommen, Bestie. Sie werden euch aufhalten. Da ist er. Ihr habt offenbar recht. Mehr als ihr ahnt. Das Ding spricht? Na, dann bringen wir es wieder zum Schweigen. Gute Idee. Kommandant. Nehmt den grauen Wächter gefangen. Die anderen könnt ihr töten. Ich glaube, ich habe da auch noch ein Wort mitzusprechen, oder? So. Ich werde es tun. Der Verzehrer. Seid lieber vorsichtig. Verzehrer, schweige mal lieber. Und könnten wir den Verzehrer mal vielleicht hier ins Blitz und Feuer zurückziehen? Ach nein, das geht natürlich nicht. Betrachtet es als erledigt, wie ihr meint. Sehr schön. Ich werde es tun. Jetzt erlebt ihr die zerstörerischen Kräfte der Natur. Dann sorgen wir mal für ein Chaos. Ich schulde euch mein Leben, Kommandant. Soldaten auf der Straße. Wir bekommen offenbar weitere Gesellschaft. Ich hoffe nur, sie sind freundlicher als unsere letzten Gäste.